Jo Freunde, was geht ab? Das ist ein neuer Videoblog zu einem Thema, ja, ich würde sagen Film, Schauspielerei. Und zwar drehe ich in Prag einen tollen Spielfilm fürs ZDF. Wie der Titel heißt, ich glaube, ich verrate es mal lieber noch nicht, sonst gibt es nachher noch wieder Ärger. Nur was gerade passiert ist, ist ein bisschen, ja, ich würde sagen bescheiden. Ich bin nämlich gerade zum Flughafen gefahren worden und mein Flieger sollte um 21.05 Uhr gehen, war um 20.40 Uhr bin ich eingecheckt, so wie es auf meinem Check-in, auf meiner Boarding-Card stand. Und dann kam ich da an und dann sagt der Mitarbeiter von Air Berlin zu mir, dass der Flieger wohl schon etwas früher gegangen ist. Und stand ich da mit einigen Passagieren, die mit mir verwirrt waren, warum wir den Flieger verpasst haben, obwohl wir pünktlich waren. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, man kann es sich ändern, es geht kein Flieger mehr. Ich sitze jetzt hier wie in Berlin fest und drehe um 7 Uhr morgen. Also in einigen Stunden, habe jetzt überlegt, was mache ich. Mein Kumpel Nick die ganze Zeit nicht erreicht, weil der wieder mit irgendwelchen Perlen am Schreiben ist oder am Daten ist. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich ihn endlich erreicht nach einer Stunde und geschätzten 100 WhatsApp und 500 Anrufen. Und wir fahren jetzt tatsächlich gleich los. Er muss noch ein bisschen Wäsche machen und so, ne? Also, egal. Ich bin richtig krass dankbar, dass er jetzt schon spontan los kann, weil er wäre tatsächlich morgen nachgekommen nach Prag. Und wir düsen dann echt heute Nacht jetzt los. Wir sind ziemlich kaputt, also ich bin ziemlich K.O. Hoffe, ich kann ein bisschen im Auto pennen, damit ich morgen ein bisschen fresh bin. Und ja, ich nehme euch mit ans Set. Hoffe, ihr habt Spaß. Jo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 23.35 Uhr. Nick ist in der Villa Bartel angekommen und hat mich eingesammelt. Nick, was geht ab? Ich will rückwärts fahren. Jetzt geht's los. Ich glaube, 3,5-4 Stunden werden wir düsen nach Prag. Mal kurz ins Navi eingeben und dann geht's ab. Die wilde Fahrt. Freunde, bis später. So Freunde, gerade an der Raststätte angekommen, noch ca. 2 Stunden 20 und dann sind wir in Prag, es wird so 3 Uhr, um 7 Uhr werde ich abgeholt, also eine kurze Nacht auf jeden Fall, aber immerhin, wir kommen pünktlich an und alles ist safe. Bisschen ärgerlich mit dem Flug, Nick, bist du fresh? Ja Mann, na klar! Ja, der war natürlich auch nicht vorbereitet, der wäre eigentlich schön morgen ganz entspannt nach dem Aufstehen irgendwie nach Prag gedüst. Ja, jetzt holen wir uns kurz einen Red Bull hier an der Tanke und dann geht's weiter, Freunde. Bis später. Freunde, was geht ab? Es ist 3.30 Uhr in Prag. Wir sind angekommen. In ein paar Stunden muss ich schon wieder am Start sein, fresh sein, ey. Wir sind aber gut angekommen, richtig gut durchgekommen. Bisschen gruselig hier gerade. Wir sind gerade am Hotel und werden jetzt mal schön einchecken. Morgen, Freunde. Wie man sieht, fit wie ein Tonschuh. Motiviert ohne Ende. Gerade noch mal kurz meinen Text angeguckt. Und auf dem Weg nach unten in die Lobby, denn mein Fahrer ist da und holt mich jetzt ab. Aber das seht ihr ja gleich. Wir düsen jetzt ans Set. Das ist diesmal in Prag. Wir haben die letzten Male außerhalb gedreht, so 2,5 Stunden von Prag entfernt. Ja, und jetzt ist es Gott sei Dank mal ein bisschen in der City. Mein Bro Nick kommt nach und ich werde jetzt erstmal schnell zum Set gefahren. Steht wahrscheinlich der Fahrer schon draußen. Und werde mich umziehen, geschminkt und ja, dann eine Runde arbeiten gehen, Freunde.
vorne zeige ich mir meine Garderobe. Diesmal gibt es keinen Trailer. Jetzt habt ihr leider Gottes schon den Titel. Konnte ich euch nicht mehr vorenthalten. Die Garderobe. Wir drehen nämlich heute in einem Hotel. Und das ist alles sehr zeitgemäß. Also natürlich, ich weiß gar nicht, wir drehen wann. Wir drehen 1920 rum. Gute Frage. Hier ist mein Outfit. Schöner Anzug. Sehr amerikanisch. Ja, dann werde ich mich gleich umziehen. Dann geht's in die Maske. War gerade kurz beim Catering und habe was Kleines gegessen. Und bin richtig krass müde, Alter. Boah, richtig krass. Kurz einen Kaffee geholt. Kaffee und eine Ziggi. So, genießt mal ins Leben, ne? Ne, ohne Ziggi. Ja, klar. Bin auf jeden Fall richtig fit. Später. Herzlich willkommen aus der Maske, wir sind gerade hier angekommen, fresh gemacht, Seitenscheitel sitzt, der Dirk ist am Start. So. Maria wird auch gerade fertig gemacht. Maria, sag mal hallo. Was ist denn das? Ja, Vollgas. Schön fertig, Tattoo schön abgeschminkt. Sehr gut. Wir können nochmal alle Facebook-Profis grüßen hier aus der Maske, hier Glasbläserin. Alles gut, toi toi toi. So Freunde, letzte Einstellung, nochmal eine große Perspektive, glaube ich, auf alle. Und dann haben wir das Ding gerockt. Ich mache mir hier gerade einen schönen Shake to go. Und dann, Digga, übrigens mein Kumpel Nick ist übrigens jetzt angekommen. Der macht sich hier richtig gemütlich. Alhamdulillah. Richtig am Chillen. Und ich denke mal, wir werden danach ein bisschen nochmal chillen im Hotel, vielleicht eine Stunde pennen und dann ein bisschen in die Stadt gehen, ein bisschen shoppen oder so. Schön was Geiles essen. Ich habe hier gerade noch nebenbei eine Runde Dexter geguckt, 7. Staffel. Über nice Leute, kann ich euch sehr empfehlen. Und ja, letzte Szene, Vollgas. Yo, Drehschluss, Freunde. Schön von heute Morgen, bin ziemlich im Arsch. Hier hinter mir kann man noch so ein bisschen erkennen, ey, die ganzen Autos. Wir haben einen krassen Trailerpark aufgebaut, so Maske, Garderobe und so. Richtig Gas gegeben, ich habe mich jetzt gerade umgezogen, kurz abgeschminkt. Und ja, jetzt düsen wir kurz zu Nicks Auto, fahren erstmal ins Hotel eine Runde chillen. Vielleicht ein, zwei Stündchen pennen. Und dann gehen wir was essen. Ich weiß nicht, heute Abend vielleicht noch ein bisschen parkunsicher machen, ne? Na klar. Ein bisschen gucken, was geht. Und ja, hier ist diese krasse Villa, in der wir gerade gedreht haben. Warte mal, ich weiß nicht, ob man das sieht hier oben. Also das ganze Teil hier, krasse Location, drin halt extrem pompös, konnte leider nicht so viel da drin filmen, aber ihr werdet es ja spätestens dann sehen, wenn das tolle Projekt ausgestrahlt wird und dann bin ich ganz auf euer Feedback gespannt. Ja, hier geht's rein, beziehungsweise gehen wir jetzt schön dran vorbei und ab ins Hotel, Freunde. Thank you.